Hallöchen und herzlich willkommen zu Ark. Ja, ich und Chili gehen jetzt ein bisschen auf Nahrungsversorgungstour. Töten. Höchsten süßen männlichen Dodo, der wird nicht getötet. Der wird mit Liebe bedacht. Ja. Oh, der Felsen geht nicht. Ich baue noch ein bisschen Stein, um den Speer zu machen. Hättest du was gesagt, da hättest du noch ein bisschen Flint von mir haben können. Wo bist du? Ach, ist nicht so schlimm. Gibt es da eine eigene Rampe oder kann man so ein schräges Strohdach nehmen als Rampe? Nee, da gibt es eine eigene Rampe. Gibt eine eigene Rampe später. Du kannst auch natürlich ein schräges Strohdach nehmen, wenn dir das beliebt. Wir mischen uns da nicht ein. Nein, aber wir müssen ja dann irgendwie rauf, wenn das so weiter vorne steht dann. Du musst aber anders die Tür einbauen. Ja. Ich warte mal jetzt auf Tobi, bis der soweit ist. Ja, ich habe mir noch schon einen Speer gemacht. Ich hatte ja gar keinen. Ach so. Ja, Speere kann man noch werfen. Du hast den jetzt aber nicht geworfen. Nö. Du kannst ihn wieder einsammeln, wenn du ihn wirfst. Also so ist es nicht. Ach so. Muss halt sehen, wo er hinfliegt. Rennst du? Nö. Dann bist du ein bisschen schneller als ich. Da hinten sind halbe Schweine oder sind das. Das sind Bären. Halbe Schweine. Das sind richtige Bären, oder? Das ist doch kein Bär. Von hinten weiter weg. Nee, nicht durchs Wasser. Wir laufen am Strand entlang. Okay. Gibt's gar nichts mehr hier. Alles gerodert. Ah, da ist deine Pipeline. Genau. Ja, das ist für Bewässern. Ich hab. Haben wir noch gar nicht gebaut, weil so weit waren wir noch gar nicht. Wir sind ja nie über Level 10 oder so rausgekommen. Ja. Zu zweit ist das alles ein bisschen noch härter. Umso größer die Teams halt sind, umso leichter wird's. Oh yeah. Manchmal habe ich so das dumpfe Gefühl, diese dämliche Schildkröte steht auf Narcoberries. Sobald ich der ein paar Narcoberries reinschiebe, macht das Taming, der Taming-Balken wupp wupp. Oh, die Bälle. Nicht gut. Fliegende Sachen, da eine riesige Bälle. Sowas am besten erstmal ignorieren, weil die sind verdammt schwer zu treffen. Was für Bälle? Liebe. Die Bällen. Ich habe gerade eine riesen Libelle gesehen. Ach, Libelle! Ja, Libelle. Sollen wir jetzt hier mal rüber, oder? Ja, weil da ist ja nichts. Bei Wasser ist halt immer, du musst gucken wegen den Piranhas. Kalt, Alter, da sind die Füße im Wasser und so sagt er immer kalt. Oh. Ah, das ist das da. Ich habe keine Ahnung, ob wir das da hier platt kriegen. Was ist das? Level 40, ja. Oh. Oh. Wie schnell ist der denn? Was ist es denn? Kannst du vergessen. Ja. Ah, guck mal, da kommt was auf uns zu. Das willst du jetzt wissen, es geht. Aber nicht auf mich einstechen. Okay, dann die. Hast du die. Wo ist das Tier? Ich glaub mir, du hast mit dem Speer schon weggebatscht. Oh. Ah, ich hab dreimal Fleisch, ich hab auch reingehauen. Du höchstwahrscheinlich auch. Wir waren ein bisschen zu gut. Oh, stimmt, ich hab zwei Fleisch. Siehst du? Wir waren zu schnell, denn mich hat doch voll geschleimt und hast du es eh nicht mehr gesehen. Da ist ach so, Alter. Ja. Ja, das, hier hat's ein paar davon. Oh, Alter, Vorsicht! Mein Speer ist tot. Das ist die eine Sache. Die andere ist das Riesenkrokodil da hinten. Und ich kann mir keinen Speer mehr machen. Oh! Ah! Hilfe! Was hast du jetzt wieder angestellt? Sieht da wie jetzt was Ekliges hinter. Oh, ein Kroko. Ein Kroko? Ein Kroko. Will ein Krokodil? Oh, Scheiße! Es rennt auf mich zu! Er kommt doch wieder her und wir nehmen das nächste Mal die Schildkröte mit. Ich hab das Kroko verarscht. Das Kroko ist hinter mir her! Und ich bin auch heute nicht angeschlagen. Oh ja, das ist ziemlich hässlich. Oh oh. Ja.
Ich sollte vielleicht aufpassen, dass ich darauf achte, dass meine Sperre nicht kaputt geht. Ja, ist schon Achtung, Tobi, dir kommt was, dir kommt was. Achtung, Tobi. Oh, das war's. Ein Raptor. Ich bin tot. Wo ich Angst habe vor so einem Raptor? Scheiße. Der kommt auf euch zu. Auf uns? Ja. So. Und wir haben immer noch kein Bett. Nein, der kommt auf mich zu. Wenn wir Leder bekommen. Ich hab das Gefühl. Komm her, ich boxe hier einfach rein, ihr Penner. Boxen? Ja, ich boxe grad. Ich konnte nicht mehr laufen, meine Ausdauer war kaputt. Ein Raptor boxen, der ist so lustig. Schon. Der Versuch. Ja, was soll ich machen? Die Ausdauer war weg. Ja, das war jetzt hier optimal. Komm, lass uns doch. Und da ist Bob, der Baumeister. Wo bist du? Ich bin direkt hinter dir. Raptor, ihr seid echt niedlich. Ah. Also, guck mal, hier ist noch raus. Können wir mal zeigen für die Zuschauer. Sieht sogar gut aus. Ja. Die machen das schon ein bisschen länger, hä? Ja. Wo seid ihr jetzt gespawnt, liebe Leute? Ungefähr da, wo wir auch ganz am Anfang waren. Ah, okay. Da liegt einer zu... Oh, da liegt ein dicker zusammengeklappter. Mitnehmen. Der ist bewusstlos. Jordan, Level 4. Was für ein Level 4? Leute, immer mit. Wir bringen Jordan mit. Jordan? Ja, der heißt so, der Spieler. Achso, der Spieler. Ah, den können wir loslassen. Dann legt man mal hier hin. Da auf... Oh. Du legst ins Wasser. Wie legt man denn... Oh, ich hab ihn gerade eine verpasst. Ja toll, und zuckt da wie als er den Anfall. Geh mal hoch. Oh, ich guck mal. Ich glaub, da liegt noch einer. Das ist MRC Level 2. Alter, was ist das hier? Hm? Ein Grill haben die hier. Alter, ein Hightech-Grill. Das ist ein Bücherregal? Die können nichts, aber haben Grill und Bücherregal. Ja, ja. Vielleicht, wenn umso länger du nicht mehr spielst, vielleicht gehen dann die Level wieder runter. Keine Ahnung. Weil das hier ist ein, Wie nennt man die Teile? Krasse Scheiße. Aber ich kannte mal den Namen davon, wenn du so Rohre schneiden willst, für innen und außen. Ja. So mit Boma, das Ding haben wir hier rumstehen. Okay. Da oben ist nichts mehr. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ein bisschen da lang. Jo. Ja, das waren die Bewegungen mit den etwas größeren Tieren. Können wir nochmal machen. Zieh mal durch. Auf die Seite sollte man vielleicht da hinten mal als gutes Beuteschema hier. Ja, das stimmt. Aber so ein Raptor, da brauchst du halt viel bessere Ausrüstung. Und musst da viel mehr auskönnen. Da kämpfst du am besten, wenn du schon eine eigene hast. Zum Beispiel dieses Spuckviech, was du gesehen hast. Ja. Wenn du da eine kleine Armee machst, kannst du die greifen dann mit dir an. Oh, okay. Oh, verdammt. Ich brauche unbedingt einen Sattel für dieses Viech. Ja, aber einen Sattel. Ja, aber der bringt mir nichts. Es muss ein Sattel für dieses Teil sein. Ja. Okay. Lebt es schon? Ja, ja, dem geht's gut. Ja, sehr gut. Walker, bist du weitergelaufen? Ja, natürlich bin ich weitergelaufen. Ja. Ah, ich seh dich. Kann sich das Fundament nur eine bestimmte Höhe erweitern, die Höhe bauen? Ja. Toll, dann haben wir einen super Platz ausgesucht. Was haben wir? Einen super Platz ausgesucht. Wieso? Weil ich da vorne nicht mehr dran bauen kann. Super, und der bewegt sich jetzt nicht, dieses dämliche Vieh. Da geht's auch nicht mehr. Ich folge einfach mal Walker. Ich glaube, oh, da hinten haben wir Ah! Ja, nö, da sind wir gerade gestorben. Da unten, oder? Ja, das wäre cool, weil dann können wir gleich unsere Sachen wiederholen. Da unten läuft aber noch der Raptor, da würde ich nicht hingehen. Oh, stimmt, ich sehe ihn. Das heißt, da vorne müsste Julia und sowas sein. Und hier oben müsste unser Haus sein. Ja. Oder wir sind eins zu hoch.
Und das andere, und das Haus von dem anderen Kerl, wo Doktor vorhin drin war. Ja, ja, da ist es nicht. Ah, da hinten ist unser Ding. Okay, wir sind mit dabei. Ah, jetzt. Na, gucken wir uns die Schildkröte mal an. Was ist eigentlich mit deinem Dodo, der da rumrennt die ganze Zeit? Nichts. Dann kannst du auch, wenn zum Beispiel rohes Fleisch hast, kannst du den reinlegen, dann wird's vergammelt es nicht. Das hält dann viel länger, lustigerweise, bei denen. Kann ich hier runter? Eigentlich brauchen wir bloß ein bisschen Material, dann gehen wir auf die andere Seite, wo wir gerade her waren, weil da waren lauter harmlose Tiere, glaube ich. Zum Jagen. Weil da unten lauert der Tod. Oh nein. Also, mal gucken, was Julia hier baut. Ja, ich geh gerade hier. Ich bin gerade runtergelaufen. Doktor, kannst du mir zufällig was zum Anziehen machen? Das wäre nett. Wenn ich genug Fiber habe, kann ich das. Ja, habe ich. Super. Dann geh oben zum Haus. Ich komme jetzt gerade hoch. Ja, ich komme auch hoch zum Haus. Ah, die guten alten Stimbeer, wir geben sofort die Ausdauer wieder. Buongiorno. Hallo. Stroh und Holz habt ihr das abgegradet oder einfach dazu gebaut? Dazu gebaut. Kann man das upgraden? Weiß ich nicht. Leandro. Und bitte, da sehe ich denn? Doktor. Ich weiß, wie unsere Schildkröte heißt. Und ich würde da eine Spitze. Hier. Eins, zwei und drei. Super. Das Feuer ist ausgegangen. Damit Schildkröte. Entschuldigung, Digga, ich wollte nicht im Weg stehen. Guck mal. Man kann die Kisten auch benennen. Okay. Ja. Dann weiß man gleich, was man da drin findet. Oh, ist die schnuckelig. Ja, okay. So, ich brauche ein bisschen Stein. Und ein bisschen Holz. Stein wäre nicht verkehrt. Noch Stein übrig? Ja. Und Holz braucht natürlich. Was für ein Dodo brauchen wir? Einen männlichen oder einen weiblichen? Einen männlichen. Da ist ein männlicher. Ja, dann wählen wir ab. Mit dem Knüppel oder Faust K.O. schlagen. Wenn der K.O. ist, sein Inventar öffnen und mit Bären füttern. Dann gehört er dir. Brauchst du eigentlich auch noch Kleidung? Ach, Kleidung wird überbewertet. Warte, komm her. Warum kann ich den als? Normaler Stein. Der ganze Stein ist weg. Leg deine Kleidung, hol sie, solange sie noch gut ist. Wo sie kommt gerade. Kleidung! Meine Stoffhose. Hallo? Ein Stoffhemd. Und der ist die dann automatisch, wenn die da im Inventar drin sind? Ja, du siehst da unten das Taming und drüber läuft die Betäubung ab. Habe ich auch irgendwie die Chance, durch die Hälfte? Ah ja, okay. Passt. Die Hälfte? Nix, hab's rausgefunden. Alles gut. Ich nicht, wie? Die Steine. Und die Hälfte von den Steinen in die Kiste zu legen. Und wie? Na, sag's mir. Wie die Sneak-Taste von Minecraft sah. Shift! Danke. Ah, sehr gut.
brauche ich jetzt für die Axt einen normalen Stein, aber normaler Stein ist jetzt alle. Ne, du brauchst Flint für die normale Axt. Hä? Oh. Läuft. Hier vorne ist noch Stein drin, Tobi. Warte mal, ich muss mal gerade gucken, ich weiß nicht, irgendwas fehlt noch, aber zeigt mir nicht an, was. Muss erst nachgucken, was fehlt mir noch? Stroh fehlt mir, ja, ich brauche Stroh für eine Axt. Und eine Maske, ja. Warum liegen da Äxte rum? Nee, warum hast du Stroh auf dem Kopf? Ja, dann axt mir doch ein. Okay. Dann wollen wir mal wieder auf Jagd gehen, ne? Ja, gerade noch ein kleiner Aber Blick. Muss auch wieder Zeug zurücklegen. Na, dann komme ich doch diesmal mit, ne? Kannst du ruhig. Oh yeah. Was war denn das jetzt hier für eine Kiste? Ah, die war Holz. Ganz vorne. Hä? Stein drin. Hä, warum hat sie das nicht angenommen? Das weiß niemand. Mann, jetzt heißt er nur Dodo. Du kannst den Namen nochmal ändern. Und wie? Wenn du ihn anguckst, kannst du E gedrückt halten oder auf E drücken, dann kommt dieses kreisrunde Symbol auf und dann kannst du sagen Namen ändern. Ah, so. Also ich wäre bereit. Ja, ich auch. Jupp. Dann gehen wir mal, oder? Warum bin ich denn immer noch so vollgeladen? Ach, 45 Steine im Moment. Das erklärt wohl alles. Geht's eigentlich aus dem Rucksack oder so? Weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Okay, jetzt. 45 Steine und mein Inventar ist wieder voll. Wir müssen oben lang. Nehmen wir hier die Schildkröte mit, ja, oder? Wenn Doktor sagt, die soll einem folgen, dann tut sie das. Ah, dann kommt sie halt mit. Ja, Julia? Ja. Klappt das mit dem Namen? Ja, hat funktioniert. Gut. Da kannst du auch sagen, die soll dir folgen oder so. Ja, ja. Hab ich schon gesehen. Und das ist ein R. Ein R, ja. Ah, sie bleibt jetzt und da. Und du kannst ihn halt auch benutzen. Erstmal kriegt er auch Level ab. Und du kannst ihn auch als Träger benutzen. Das heißt, du kannst Sachen in ihn reinstopfen. Der läuft einfach hinterher. Als wandelnder Rucksack. Und den ziemlich im Endeffekt auch mit dem Knüppel draufschlagen, bis er umkippt und dann Bären rein, richtig? Welchen? Den Dodo. Ja. Ja. Dodo ja, Fleischfresser nein. Ja, oh. Ah, also so ein Raptor wie vorhin, ja? Ja, der braucht Fleisch. Der musste aber auch mit dem Knüppel überziehen, aber er braucht dann Fleisch. Also den Spucker hätten wir geschafft ohne Probleme. Ja. Aber der braucht ja auch Fleisch. Naja, ja, das wäre halt noch das nächste Problem gewesen. Der braucht Fleisch von Zähm, aber so einen Raptor haben wir bis jetzt noch nicht überlebt, wenn wir einen begegnet sind. Nein. Und das war bis jetzt auch das Größte, was uns angegriffen hat, ne? Ja. Hm. Ja, das Krokodil, was da mir hinterhergelaufen ist, das war auch nicht schlecht, ey. Das war größer als der Raptor, aber halt langsamer. Da unten gibt's ein Lagerfeuer. Da unten hat's ein Dino. Fliegenden. Nein. Doktor ist schon Level 7. Ja, durch das Themen und sowas kriegst du mehr Punkte. Und das Nicht-Sterben vor allen Dingen. Ja, vor allen Dingen das Nicht-Sterben. Ja, Langeweile. Was heißt Langweiler? Ich wäre auch mit zum Raptor gekommen, aber nein, du bleibst hier beim Ding. Huch, das ist ein Baum. Den Baum müssen wir nicht angreifen. Hey, fast bei 20 Minuten. Wir haben noch nichts getötet in dieser Folge. Bis auf uns selbst. Doch, einen haben wir getötet. Jo. Ja, stimmt. Wo seid ihr denn jetzt hin? Ich glaube wieder dahin, wo wir gespawnt sind. Ach gut, ja, okay, ihr seid auch richtig. Jo, jo. Naja, wir könnten uns im Haus verstecken und den Teratops angreifen, aber ich habe keine Steinschale dabei. Und der läuft irgendwie durchs Haus. Deswegen sollten wir das unterlassen, hä? Ah ne, er läuft neben dem Haus. Kann ich mir eine bauen? Ich glaube nicht. Nee, ich habe kein Leder. Das sind aber zwei, gell? Ja, ja. Na, dann ist recht nicht. Da sind sogar drei da hinten. Oh, da sind Schildkröten. Die Schildkröten nicht, habe ich jetzt gerne auf diese kleinen Dodos abgesehen. Wir haben ja schon zwei. Ja, wollt ihr die töten, oder? Ja, 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 die können wir töten. Oh, da hat's Kompis.
Okay, die Skompis holen wir uns an der Folge. Einfach nur als Rache für vorher. Mit C. Kompis, nicht Skompis. Ja, Skompis. Nicht Skampis. Nein. Skampis, oh, das wäre jetzt was. Hä, wo seid ihr jetzt? Da hinten, oder? Ne, da hinten ist ein Spucker. Wo ist denn die jetzt? Hier gesehen? Am Strand. Ja, da waren Dodo und ein paar Kompis. Ah, das sind Spucker. Oder? Nee. Hier sind viele Dodos, wo ich bin. Ja? Nein, das sind. Seid ihr bei mir? Oh, ich werde angegriffen, Freunde. Ja, wo bist du? Hier am Strand. Der meine ist leider schon wieder. Ah, die Schützen, der hilft uns. Wo am Strand bist du denn? Geht es auch mit dem Knüppel? Ja. Die Schildkröte hat das erledigt. Wie lange brauchen die denn? Ah, alles ist kaputt, Hilfe! Ah, ich komm. Ich bin gleich tot. Dann ist doch was zwischendrin. Der eine ist ja auch weg. Hinter. Chili, du musst rückwärts laufen zum Schlagen. Ich will einfach nur weg, ich bin gleich tot. Oh, ja, oh, Spucker wieder! Yeah, also hier geht's wieder ab! Bin tot! Ja, ich auch! Sind wir schlecht! Also so, ich bin 32, wenn ihr alles aufscheut! Oh ja, nein, ja. Ich bin geblendet! Nein, der Triceratops, warum? Oh, Mann! Zu gut! Tja, jetzt sind wir zweimal gestorben in der Folge! Da vorne ist es. Da hinten ist jemand aufgetaucht. Ich sehe euch nicht. Wo bin ich denn, um Himmels Willen? Wo bin ich denn? Hier sind überall Dodos. Ja, bei mir auch. Doktor, bist du bei mir in der Nähe? Ich bin neben dir. Ah, da. So. So, ich sag jetzt mal mehr Schaden hier. Jetzt langt's mir. Muss mal ein bisschen mehr raussauen hier. Wann? Das Schaden ging doch ganz sicher auch. Die sehen ja ganz anders aus. Oh nein, schon wieder! Nahkampfschaden steht da 100%. Ja, ich hab jetzt 105. Wie nur 5. Gegen wen kämpft ihr überhaupt? Ich glaube, sie kämpfen. Also, ich weiß nicht, wo der Doktor ist. Der ist wieder abtrünnig geworden. Ja, Tobi auch gerade. Ich bin neben dir vorbeigelaufen. Irgendwo hier war das doch, oder war das da vorne? Nein! Hä, wo bist du denn? Ah, da. Was ist denn der Mega? Das war da vorne. Was ist? Was war denn das für ein Viech, Doktor? Mega Piranha. Mega Piranha. Bist du wieder schwimmen gegangen? Ich bin vor dem Kompi weggerannt, Level 1, 52. Sind die immer noch da? Oh ja, da ist ein Riesenpiranha. Da kommen wir her, Tobi. Ja, ich weiß, dass wir daher kommen. Ich habe aber gesucht, wo wir vorhin gestorben sind. Wir sind hier irgendwo gestorben. Ja, da liegen unsere Leichen darum. Ich dachte, es wäre hier gewesen, aber es kann auch vorne. Ja, hier. Hier ist ein Zaun? Wo sind die restlichen Rucksäcke? Hier ist zum Beispiel Walker. Das ist deiner. Ah, dann lass mich, dann such da einen, wo du gestorben bist. Naja, ich weiß, ich hab ihn doch schon. Diese kleinen Trilobites, oder wie die heißen da, die was da am Boden so herumkriechen. Sind die schwer? Sind bitte was? Kleiner, aber Level 60. Was kriecht am Boden rum? Da kriechen so klein, also. So Schar, also solche Panzerviecher? Größe, so, ja. Die rennen nur weg. Die rennen nur weg. Also das irgendwas rennt hier auf mich. Alter! Was hast du denn jetzt schon wieder aufgescheucht? Ich hab gar nichts aufgescheucht. Ich hab die ganze Zeit gerade in mein Inventar geguckt. Und dann bebt ja alles. So. Nein! Oh. Ich seh nur grün!
Das war kein Dodo. Das war ein Dilophosaurus. Nein, ich weiß, dass das kein Dodo war. Okay. Aber war das das, was du beschrieben hast? Nein. Nein, das war etwas anderes. Okay. Wo ist denn der Doktor? Da hinten habe ich gerade was, glaube ich, sehen an einem Baum. Okay. Aber wir müssen die Folge hier beenden. Hör auf, hast du gerade versucht, den Dino zu sagen, er soll aufhören? Hör auf! Lass das! Der greift den noch immer an! Ja, der ist ja tot! Also ich bin bei diesem komischen Haus da. Ach, bei dem gut gebauten. Wie sage ich denen, dass der aufhören soll zu hüpfen? Du musst in dein Inventar gehen, dein Dino, wenn das dein eigener war, und sagst passiv. Ist der tot? Und ich wollte den zähmen, verdammt! Du kannst doch dein Dino sagen, er soll hier warten, dann mischt er sich nicht ein, wenn du sowas machst. Ich würde aber sagen, wir laufen in der nächsten Folge gerade weiter, oder? Also in der Richtung. Ich wollte eigentlich gerade mal gucken, wo der Doktor ist. Der hat gesagt, er wäre hier beim Haus oder bei dem anderen Haus. Ich sehe euch hüpfen. Ah, ich sehe den Doktor. Der hält draußen hier einige an Kisten. Nee, komm wieder zurück. Hier ist er. Das ist ja cool gemacht. Oh, jetzt sind wir alle wieder zusammen. Wie schön ist das? In die andere Richtung, da wo der Doktor herkommt, ich würde sagen, da gehen wir später hin. Weil da waren ganz viele Dodos. Ich weiß gar nicht, wo der Doktor herkommt. Aus der anderen Richtung. Da, wo wir vorhin lang wollten, oder? Genau, richtig. Ja. Können wir machen, Leute. Habt ihr eure Sachen schon gefunden? Nein. Aber meine müssen ja bei Chili gewesen sein. Ich weiß nicht, wo Chili gestorben ist. Meins habe ich schon gefunden. Ja, wo bist du gestorben? Ich glaube, ich war bei dir. Vorne. Das? War hier vorne. Hier bin ich gestorben. Hier ist Doktor. Genau, das bin doch ich. Ah, das sieht aber süß aus. Super. Er hat auch schönes Bein angewinkelt, so. Ah, ich bin jetzt tot. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe noch bis zum nächsten Mal bei Rust. Macht's gut. Ciao, ciao. Wir sehen. Tschüss und bei Ark. Ciao. Ja, ich wollte auch was sagen. Ich bin Ark. Was soll's.